zusammen, herzlich willkommen bei Servizio Corsa in Grödenzell bei München. Kommt einfach mal mit in unseren Laden, um zu schauen, was es hier also alles gibt. Im Eingangsbereich präsentieren wir in der Regel das Topmodell von Bianchi, wie hier als Beispiel das Spezialissima RC mit der Dura-Ace-Ausstattung und gleichzeitig unser aktuelles Highlight der Woche, das ihr auf der Webseite finden könnt. Jede Woche neues Modell Highlight der Woche. Spezialissima und Sprint. Auch hier versuchen wir immer alle Lackierungen da zu haben, sodass der Kunde einfach genau sehen kann, was es so gibt. Infinito, die Räder aus der Endurance-Geometrie. Momentan haben wir nur die Modelle XE verfügbar und hier eben die aktuellen Gravel-Modelle Impulso. Wir bieten in der Regel nur die Modelle mit dem Carbon-Rahmen an. Hier haben wir mal einzelne Rahmen präsentiert, damit der Kunde sehen kann, wie ist der Rahmen gemacht, damit man mal sehen kann, wie werden die Kabel verlegt, wie sind die Vorbauten gestaltet, die Spacer und so weiter. Hier kann man wirklich mal dann im Detail sehen, wie ist der Rahmen gefertigt. Wir legen größten Wert darauf, dass die Kunden genau das bekommen, was sie sich wünschen oder was sie brauchen. Hier stehen die Räder, die abgeholt werden, Kundenbestellungen. Wir haben die Kunden informiert, das Rad ist abholbereit. Hier sehen wir ein Oltre Comp mit einer SRAM Force Ausstattung, extra Carbonlenker. Hier Time Titan Pedale in Verbindung mit dem Spezialissima Pro. Hier haben wir Liesle Räder verbaut. Der Kunde wollte keine glänzenden Laufräder, haben wir matt. Hier auch ganz interessant, der Kunde wollte ein bisschen in das graue Lackierung, ein bisschen Farbe, Celeste reinbringen, Celeste farbenes Lenkerband. Reifen mit Celeste-Schrift, Celeste-farbene Lenker, Flaschenhalter. Das sind so die Dinge, da legen wir großen Wert. Einmal im Jahr fahren wir mit unseren Vintage-Rädern nach Gaiole in Chianti. Haben ein paar Kunden dabei, gehen da gemeinsam zum Radfahren auf die Messe, zum Essen abends und auf die verschiedenen Runden. Diese Vintage-Räder sind ein bisschen so ein Hobby von mir. Ich habe 1977 mit dem Radfahren angefangen und darum habe ich einfach immer noch einen Bezug zu diesen Rädern aus dieser Epoche. Hier sehen wir gerade ein Rad, das noch nicht fertig ist, wird nach Kundenwunsch aufgebaut, bis ins kleinste Detail, mit allen Bianchi-Gravuren. Daneben sehen wir ein Fremdfabrikat, sage ich mal, ein Colnago, aber Colnago Super aus dieser Zeit. Daneben hier Bianchi Campione del Mondo in zwei verschiedenen Rahmengrößen. Das ist, wie gesagt, nochmal ein Hobby von mir und viele Kunden sind froh, dass sie bei uns ein Rad Ready to Race kaufen können. In diesem Raum präsentieren wir aktuelle Bianchi Bekleidung oder Bianchi Zubehörteile. Wie hier Flaschenhalter, T-Shirt, Trikots, passende Hosen dazu, Freizeitbekleidung. Das Teamtrikot, das wir unterstützen, war Centrale Servizio Corsa von den RC Schwalben. Aktuell haben wir diese neuen Flaschen bekommen, Celeste CK16, Kibuch, Reifen mit Celeste Schrift, also alles wieder abgestimmt auf unsere Räder, sodass es insgesamt einen guten Look und eine einheitliche Farbgestaltung ergibt. Also in diesem Raum bevorraten wir einzelne Komponenten, ganze Gruppen. Wir versuchen in der Regel immer alles da zu haben, damit man schnell die Wünsche des Kunden umsetzen kann. Verschiedenste Laufradsätze, hier Reparto Corsa von Bianchi, die aktuellen Laufräder aus dem Spezialissima, Hochprofilräder aus dem XR4, XR3. Hier sehen wir einzelne Rahmen, die nach Kundenwunsch eben aufgebaut werden können, je nachdem, welche Gruppe der Kunde wünscht. Elektrisch, mechanisch, Shimano, SRAM und so weiter. Wie gesagt, hier haben wir in den einzelnen Boxen sind jeweils ist immer eine Gruppe drin, die wir dann einfach verbauen können, wenn sie verkauft worden ist. Campagnolo, Shimano, SRAM, wir versuchen immer alles da zu haben, um möglichst schnell das umzusetzen können. Hier befinden wir uns im Werkstattbereich. In diesem Bereich bauen wir die Räder auf. Aufbauen heißt bei uns entweder die Katalogspezifikation, dass wir aufbauen, dass die Räder fahrfertig übergeben werden können. Hier erledigen wir alle Servicearbeiten. Wenn Sie bei uns ein Rad gekauft haben, muss ja von Zeit zu Zeit zum Service, wird hier gemacht. Oder hier haben wir zum Beispiel ein Bianchi Impulso Pro Rad hängen. Hier machen wir individuelle Aufbauten, genau nach Kundenwunsch. Was will der Kunde, was wünscht der Kunde? Diese ganzen Aufbauten und die Arbeiten finden hier in diesem Bereich. Ich sitze hier auf unserer Couch neben unserer Espresso-Maschine. Hier kann man auch mal ganz in Ruhe besprechen, wie das Rad aufgebaut werden soll, was der Kunde sich so wünscht, kann man sich hier in Ruhe unterhalten. Hier haben wir so eine Art History Wall,
Autogramm von Jan Ulrich, Team Bianchi mit Unterschrift von Jan Ulrich, Angel Casero. Autogramm von Felice Gimondi mit persönlicher Widmung. Das sind einfach so Dinge, die sich im Laufe der Zeit so angesammelt haben. Original-Trikot von Team Eisborg. Hier die Original-Trikots von Tommy Briem, als er seinerzeit Romandie-Rundfahrt gewonnen hat. Hier das Führungstrikot und das Original-Trikot vom Team seinerzeit. Hier, ich bin von mir ein Hobby, die alten Campagnolo-Teile. Einmal im Jahr fahren wir zur Eroica.